Im Kinderhaus Elsterbogen in der Hoyerswerder Kölpingstraße ist am Dienstagnachmittag symbolisch ein Baum gepflanzt worden. Er bildet den Abschluss einer Umweltaktion der Hoyerswerder Versorgungsbetriebe, die auch der Kita Philefanz in Lauter, der Kita Spielparadies sowie dem Kinder- und Jugendzentrum in Hoyerswerda zugute kam. Insgesamt 13 Obstbäume wurden dabei in den Boden gebracht. Sie sollen den Kindern Gesundes zum Naschen bringen, einen Beitrag zu einem besseren Weltklima leisten und Ausdruck für klimaneutral produzierten Strom sein, so VBH-Geschäftsführer Steffen Kriegers. Im Geschäftskundenbereich habe man darauf umgestellt und ein entsprechendes Zertifikat für Ökostrom sowie Gas erhalten. Mit jeder verkauften Gigawattstunde verpflichtet sich der Regionalversorger, 250 Euro in Umweltprojekte vor Ort zu investieren. Das soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden und man denke auch darüber nach, vielleicht Ideen aus Einrichtungen oder von Bürgern aufzugreifen und diese über ein Voting zur Abstimmung zu stellen, so Kriegers weiter. Die VBH unterhalten bereits 3 Elektrotankstellen für Elektroautos bzw. Fahrräder. Auch 2 Dienstwagen seien mit Strom unterwegs.